Ihr habt mir vor einiger Zeit die Frage gestellt, was sind Licht und Schatten? Meine Antwort: untrennbar. Aber um das nicht in einem Ein-Wort-Interview enden zu lassen, seht ihr hier bei einigen Arbeiten, da verschmilzt es vollständig, da kann man nicht mehr sagen, was ist Materie und was ist flüchtiger Schatten und flüchtige Reflexion, so dass es Skulpturen gibt, wo der Schatten konkreter und sichtbarer ist als der Verursacher des Schattens, also die Glasskulpturen.